Hallo und herzliche Willkommen. Palast. Gedankenpalast. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Anna gegen Declan kämpfen. So, was mache ich? Werfbarer Stein. Reden? Was ist das denn? Muley, it's time to give it your all. Don't underestimate Declan. He's stronger than he looks. Anna's got maybe a couple of seconds tops before he overpowers her. You gotta find a way to stop. Du musst einen Weg finden, ihn aufzuhalten, Sam. He'll kill you both. Er wird euch beide umbringen. Ah, Nick ist also auch hier. Hier ist jetzt also ein werfbarer. Was ist das hier noch? Das ist nach der Declan offene Frage geklärt, das Arschloch hat mich in meiner eigenen Waffe erschossen. Ach so! Das ist Dennis, wa? Still has it on him. You need to watch out. You're no good to anyone dead. Take it from me. Tod. Okay. Das sind die beiden, die der umgebracht hat. Ich kann, aber natürlich, im Grunde kann ich jetzt nur eins machen. Hier gibt's ja nichts anderes, ne? Ich kann nur. Kann ich die Waffe nehmen oder den wegwerfbaren, den werfbaren? Ich glaube mal, wenn ich jetzt zur Waffe zu gehen, wäre zu offensichtlich. Wenn ich jetzt zur Waffe greife, ist die wahrscheinlich gesichert und nicht, ich krieg keinen nichts machen und das bringt es wahrscheinlich nicht. Also besser ist wahrscheinlich, den Stein zu nehmen und ihn dann auf den Kopf zu hauen. Wenn ich ihn in seinen Kopf werfe, könnte er die Orientierung verlieren. Und was passiert dann? I could tackle Declan to get him off Anna. Anna helfen, ich könnte Declan. Nee, aber wir können. Also, wir können natürlich auch versuchen, ich helfe, gehe Anna helfen. Dann schubsen wir den weg und wir rennen zum Auto. Aber das, wie weit soll man damit kommen? Und hier wäre Waffe greifen. I could try going for his gun. Waffe schnappen. So, jetzt haben wir drei Möglichkeiten, glaube ich. Und jetzt können wir es durchspielen, oder? Fehlt da noch was? Da fehlt noch was. Die drei Hinweise haben wir. Okay, von dem kriegen wir nichts anderes. Viel Spaß noch, auf jeden Fall einen schönen Tag noch und danke fürs Reinschauen. Ah, der hat. Jetzt habe ich es richtig verstanden. Der hat die zweite Waffe, die Waffe von Dennis noch dabei. Das heißt, wenn er die Waffe von Dennis noch dabei hat, ist er bewaffnet. Beim Vorbeilaufen würde er also wahrscheinlich auf uns schießen. Okay. 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 Na, dann hoffen wir doch mal, dass wir da eine Chance. Was ist, wenn ich jetzt hier runter? Kann ich hier runtergehen? Nee, ne? Ich könnte. Aber ich müsste doch jetzt. Warte mal, ich drück mal. Kann ich R1 drücken? Um im Gedankenpalast was durchzuspielen, warte mal, R1? Ne, geht nicht. L1 auch nicht. Achso, hier, er selbst vielleicht noch? Ne. Drücke RH, jetzt. Drücke R1, um die Handlung in der echten Welt auszuführen. Achso, aber welche Handlung? Ich kann jetzt hier nicht entscheiden, was ich machen will, ne? Na, ich kann nichts machen, also kann ich jetzt nur. I could grab his gun. Aha, ich könnte mir seine Waffe schnappen. That would only work if Anna keeps Declan occupied. Das würde nur funktionieren, wenn Anna ihn ablenkt. Okay. Also, da laufen wir jetzt hier hin zur Waffe. Das war eigentlich dumm. Ich wollte das eigentlich gar nicht, ne? Kann ich bitte wieder zurückgehen? Ich würde eigentlich ganz gerne. Ich würde eigentlich ganz gerne den Stein werfen. Throwing a rock at his head could disorient him. Aber ich könnte natürlich auch Anna treffen, ne? So. Und weiter? Throwing a rock at his head could disorient him. Naja, super ist das. Und jetzt? Ach so, das ist quasi immer das Zurück. Das ist gefährlich. Ich muss meine Optionen so richtig abwägen. Kein Raum für Fehler. Wenn ich jetzt was falsch mache, bringt der die Anna um. Ich vermute, das ist so. Oh, ich habe keinen Bock.
Ich hab keinen Bock, was mache ich denn jetzt hier? Was soll ich denn jetzt hier machen? Wenn ich zur Waffe gehe... Also wenn ich... Er hat eh eine Waffe, er hat eine Waffe einstecken, garantiert. Also hat es keinen Sinn, wenn ich jetzt zur Waffe gehe, hab ich den ja nicht entwaffnet. Der hat ja damit immer noch seine Waffe. Das heißt, ich kann nur versuchen, dafür zu sorgen, dass er seine Waffe nicht zieht. Also bleibt mir jetzt dabei. Wir bleiben jetzt dabei. Ich werfe mit dem Stein in der Hoffnung, nicht Enna zu treffen. Ja? In der Hoffnung, nicht Enna zu treffen. Und dann, guck mal. Okay. Ha, ich hab's gewusst, dass er da eine Waffe hatte. Okay, so. Declan kann mich nicht sehen. Das muss ich zu meinem Vorteil ausnutzen. Er sieht nur Enna, er hat auf sie geschossen. Was wird er jetzt als nächstes machen? Er wird auf Enna schießen, oder? Oh, was wird er jetzt als nächstes machen? Enna ist erstmal sicher. Was macht Declan als nächstes? Sucht er nach Sam oder schießt er auf Enna? If I can predict Declan's next action, I'll have a chance to get the jump on him. Okay, was könnte der, also was würde ich jetzt tun, wenn ich Declan wäre? Declan might go for his gun. Er könnte nach seiner Waffe greifen, das braucht er aber nicht, weil er hat ja eine. Declan might continue going after Enna. Könnte nach Enna schnappen oder sucht er mich hier hinten in der Ecke? Declan might attack me now. Und auf wen hat der das wohl mehr abgesehen? Auf wen hat das mehr abgesehen? You know, Declan's killed two people already. Put them in the dirt. But he kills for reasons, yeah? He wants to destroy the evidence. Er will die Beweise vernichten. Since your girlfriend has it. You better act fast, man. Okay. Okay, das könnte sein, dass er, also, er wird also, eventuell greift er jetzt Enna an. Das könnte stimmen, weil sie die Beweise hat. Also gehen wir mal davon aus. Was ist hier hinten? Was ist da hinten? Warte, was ist hier hinten? Ist noch jemand? Sam? You don't have to fight, just leave. None of this has to ever hurt you again. I'm done running. Okay, ich bin lange genug weggelaufen. Was ist hier? Hier ist noch jemand. Der Vater. Kill you and my little girl as soon as spit. But he ain't dumb. If he uses his service, wenn es an dieser Verlust kann man das zu ihm nachverfolgen. So, er wird also nicht seine Dienstwaffe benutzen. Die liegt ja hier dumm rum, die Dienstwaffe. Die wird er also nicht greifen. Deswegen, ich glaube, dass er jetzt Enna angreifen wird. Also, er wird Enna angreifen. If Declan goes after Enna, my best move is to strike from the right. Okay. Oh Leute, ich habe so eine Angst, ne, dass ich die falsche Entscheidung treffe, ey. Aber ich habe ja gespeichert. Aber das ist schon wieder so lange her mit dem Speichern. Och nee, ey. Boah. Ich gehe davon aus, er greift Enna an. Na los. Komm. Ist das ein You want to get shot? Wait. Here. Take it. Son of a bitch. Ja, okay, das war ja schlau. Und jetzt? Es hat Enna die Knarre. Haha, okay. Enna lebt noch. Wir hatten bisher recht mit unseren Ideen. Also, ich hatte mit meinen Ideen recht. Ich bin natürlich ein super Typ, ne? If I don't do something, we're dead. So, was könnte ich jetzt machen? Darauf hoffen, dass Enna die Waffe zieht und auf ihn von hinten schießt? Dann werden wir uns aber erklären müssen, warum wir den Polizisten erschossen haben. I have to stay focused. Account for all the elements at play here. Wir schlagen uns gut. Ich muss Declan einen Schritt vorausbleiben. So, Declans Waffe.
Das wird nichts werden, glaube ich. Was sagt denn er hier? Nick. Muss einer retten. Wir haben sie hier mit reingezogen. Ja, okay. Wir versuchen unser Bestes. Genau. Wir können also hoffen, dass Anna, genau, dass Anna die Waffe ziehen kann. Das wäre richtig und das wäre eine gute Idee. Dann kann sie von hinten auf ihn schießen. Oh, Joan. Ach. Das geht doch gar nicht. Ich kann doch jetzt nicht. Wie soll das jetzt gehen? Ich könnte versuchen, einen Notruf abzusetzen, aber nee. Der erschießt mich eiskalt. Ich muss jetzt versuchen, die Waffe wegzuschlagen, damit sie die Waffe ziehen kann. Das kriege ich, ehe ich das Telefon da raus habe. Hat er mich schon erschossen. Das macht keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Hier weglaufen kann ich auch nicht. Anna wird nach der Waffe greifen. Anna ist auf meiner Seite. Also ich vertraue ihr volle Kanne. Lass mal, die ist... Lass mal, Anna ist eine Böse und spielt mit dem zusammen. Digga, würden jetzt manche Montana Black Fans sagen. Das wäre ja erst oberheftig, wenn die mein Gegner wäre. Okay, ich könnte in Deckung springen. Da müsste ich ihn nicht angreifen. Aber was passiert dann? Oh... Greife ich jetzt ihn mit der Waffe an, ja? Dann kann es natürlich auch passieren, dass er in dem Moment schießt und Anna erwischt. Wenn ich jetzt aber hier mich in Deckung begebe, springe ich hier um den Baum rum, wird er doch sich in Richtung Anna drehen und auf sie schießen. Also muss ich muss mich mit der Waffe beschäftigen. Sonst dreht er sich Richtung Anna und schießt auf die. Aber wenn ich die Waffe wegstoße und er dann auf Anna schießt, ist ja auch scheiße. Oh ne. Declan is focused on me. I have to make this moment count. Also Hilferufe ist sinnlos. Waffe oder Baum? Waki, was sagst du? Ich glaube, Waffe wird das Beste sein, oder? Waffe angreifen. Oh, ich muss gleich Schluss machen, ey. Ich muss die Szene noch zu Ende machen und dann, wie spät haben wir es denn aktuell? 17:30, okay. Ein bisschen geht noch. Ein kleiner Moment geht noch. Aber nur ein kleiner. Dir geht's also auch so wie mir. Es ist ein geiles Spiel, aber wirklich. Ich versuche jetzt, die Waffe wegzustoßen. Wir gucken uns das mal an. If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun. It's definitely risky. Das ist riskant. Pass auf, ich denke mal weiter nach. Was ist, wenn wir hinterm Baum ducken? Was ist dann? If I dodge, I'm safe for the moment, but what then? Genau, richtig. Declan and he might focus on Anna. Genau, das ist richtig. Also das ist keine gute Idee. Also wir machen es mit der Waffe. Was passiert, wenn ich Hilfe rufen will? Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt Hilfe rufen will, was passiert dann? Going for the phone would bring Declan's focus onto me. But if the phone gets damaged, I might not be able to use it later. Genau. Also okay, wir bleiben bei der Waffe. Wir greifen jetzt ihn an und wir versuchen jetzt, die Waffe wegzustoßen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Es ist riskant, aber hier ist alles riskant aktuell. Hier geht's nicht anders. Also los. Und dann können wir noch zum Telefon sprinten. Oder wir sterben jetzt. Anna. Drop your gun, Declan. Anna. Okay, jetzt können wir das Telefon jedenfalls noch benutzen. Hello? A woman has been shot. I need an ambulance. Just hurry. Okay, Anna ist verletzt, aber Anna lebt noch. Und das Telefon ist noch ganz. Okay, good. Stay with me. You have to stay with me. Er hat sie auf der linken Seite erwischt, ne? Don't worry. Anna, please. Anna hat zu lange gewartet. Haben wir Anna jetzt verloren?
Was wäre die Alternative gewesen, ne? Was wäre jetzt hier die Alternative gewesen? Doch, hinterm Baum verstecken, hätte er sie sofort erschossen. Zum Telefon sprinten, hätten wir es vermutlich kaputt gemacht. Und er hätte sie dann trotzdem erschossen und wir hätten nicht Notarzt rufen können. Ich hoffe mal, dass wir jetzt gleich sehen, dass die im Krankenhaus wieder wach wird. Das wäre jetzt zu schön. Aber ich glaube, den Declan, den hat die mit 2 Schüssen erschossen. Habe ich das richtig gesehen? Hat der 2 Schüsse abgefangen? Mary James at 104.3 WVCK, the Basswood Sound. You heard the news today? The local cop who died in that fatal shooting last week is apparently the head of a small opioid ring right here in Basswood. Crazy. It's believed he used his position to bring in drugs from all over the county and that he murdered 2 people in an attempted cover-up. Good news, however, the journalist who was wounded while confronting the local cop was released from the hospital today. Ach, sie ist gesund. Wir haben alles richtig gemacht. Aber was passiert jetzt? Looks like I'm not the only one who's come to visit Anna. Das, Freunde, wird uns garantiert. Also entweder ist das Spiel jetzt zu Ende. Oder wir werden gleich Zeuge, wie die erneut umgebracht wird. Oder wie es jemand versucht, sie umzubringen. Und das hebe ich mir auf fürs nächste Mal. Ich würde jetzt ins Hauptmenü zurückgehen. Ich hoffe mal, ich versuche jetzt mal hinzubekommen. Jetzt speichert es gerade, ne? Dass das jetzt nochmal speichert. Weil letztes Mal, ich will ungern nochmal alles spielen müssen. Ich gehe wieder zurück ins Hauptmenü und ich mache auch gleich eins. Ich mache wieder einen Spielstandssicherung. Das ist bei dem Spiel hier wichtig.